Herzlichen Dank, Katrin, für diese nette Einführung. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen und bedanke ich mich bei Harki schon für die Einladung und insbesondere noch einmal bei Katrin Siebert auch für die sehr, sehr präzise Vorbereitung, die Arbeit, eine Zusammenfassung, was mir sehr geholfen hat, auch mein Text auszuarbeiten. Ich will am Anfang etwas polemisch über den Begriff der Baukultur etwas sagen, weil ich glaube, das koloriert auch noch unser heutiges Verständnis. Und in meiner Lehre der Architekturtheorie waren Begriffe immer zentral. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir genauer anschauen, wann dieser Begriff zuerst verwendet wird. Ich gebe zu, der gewählte Titel meines Vortrags täuscht. Wege zur Baukultur erweckt den Anschein, als hätten wir unser Ziel, nämlich Baukultur natürlich, klar vor Augen und vielleicht sogar eine Karte, die uns zeigt, wie wir dieses Ziel erreichen können. Aber wenn wir einen Blick auf diese Plakate und Buchtitel werfen, werden wir natürlich sofort stutzig. Es gibt Wege, die zur baulichen Erbe führen, andere in ein Land, wo mit Feingefühl oben rechts gebaut wird, oder in eine ländliche Gemeinde oder zu uns selbst. Wir sind Baukultur. Bock auf Baukultur haben wir scheinbar alle. Aber die Wege zur Baukultur sind verworren, scheint es zumindest. Baukultur ist einer jener deutschen Begriffe, die mit ihrer Dezidiertheit und unübersetzbaren Inhalt bei Fremden Achtung, Spott oder Angst auslösen können. Cultura edilizia ist ein deutsches Exportwort im italienischen Fachjargon, das fast ausschließlich von Tessiner und Südtiroler Berufsverbänden verwendet wird. Auch die englische Sprache kennt keinen gleichwertigen Begriff. Selbst wenn wir auf den Webseiten einigen deutscher und Schweizer Hochschulen Building Culture finden. Architecture Culture, links, wie John Ockmans ausgezeichnete Textanthologie der Architekturtheorie betitelt ist, bedeutet und bezweckt eben etwas völlig anderes, nämlich eine Öffnung der Architektur, ihre Einbettung in die größeren Zusammenhänge der Kultur. Dagegen ist der voluminöse Band Baukultur rechts von Werner Durth und Paul Siegel im Wesentlichen eine Architekturgeschichte, Stationen und Tendenzen der Architektur und Stadtplanung im 20. Jahrhundert, wie es am Umschlag heißt. Und als Beweis, nicht, dass tatsächlich Baukultur schwer übersetzbar ist, ein Ausschnitt von der Titelseite der Davos Declaration 2018, European Ministers of Culture call for a policy of high-quality Baukultur. Die Rede von der Baukultur verspricht zumindest anfänglich keine Öffnung. Im Gegenteil, sie ist ein Begriff der Verteidigung, obwohl es nie gesagt wird, was eigentlich verteidigt werden soll. Das einheitliche Stadtbild, der sichere Geschmack, die Identität einer Region, jedenfalls wird Denkmalpflege oder Heimatschutz, ein anderer sehr schwer transferierbarer Begriff, selbst zwischen Deutschland und der Schweiz, oft als die wichtigste Aufgabe der Baukultur genannt wird. Die von der Stadt Zürich herausgegebene Buchreihe Baukultur in Zürich stellt Bauten aus dem, Zitat, Inventar der Kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte vor. Kann jedoch Baukultur tatsächlich auf Denkmalschutz beschränkt werden? Dieser Verteidigungsreflex entstand aus der Wahrnehmung eines Verlusts, ähnlich wie am Anfang des 20. Jahrhunderts das Verschwinden des Dorfes durch Prozesse der Modernisierung beklagt wurde. Eines idealisierten Dorfes natürlich, das schon damals fast nur als Folklore existierte. Der Traum von einer Bau- und Objektkultur, die Leben und gestaltete Umwelt harmonisch vereinigt, war schon damals ein Fluchtversuch aus der Wirklichkeit, die man als chaotisch und unheimlich fand. Was den Zauber
des Wortes Baukultur ausmacht, ist seine Aura, die zugleich elitär und demokratisch scheint. Elitär, weil Kultur und Kunst, wer Kultur mit Kultus zu tun hat, mit einer ritualisierten und ästhetisierten Form des Umgangs mit der Umwelt, die den kultivierten Menschen von den anderen unterscheidet. Für viele Architekten ist diese elitäre Auslegung der Baukultur die unangenehme Resonanz mit dem unglückseligen Leitkulturbegriff der späten 1990er Jahre auslöst, kaum mehr akzeptierbar. Die nobilitierende Aura der Kultur wird ja heute für alles beansprucht, vom Fernsehkochen bis zu Ganzkörpertattoos. Tätowierung galt bekanntlich noch für Adolf Loos als Zeichen der Unkultur, ein Atavismus, der vor allem Verbrecher und degenerierte Aristokraten auszeichnet. Heute ist es ein Gebot des demokratischen Umgangs, der demokratischen Gesinnung, alle gesellschaftlichen Formen als Kultur anzuerkennen, sodass man lieber über Baukulturen als über Baukultur sprechen möchte. Aber wie können wir dann sagen, was jenseits der Baukultur liegt? Die Bauunkultur, die Barbarei? Was ist das Verhältnis der Baukultur zum sogenannten Alltag, der bei Robert Venturi und Dennis Scott Brown als The Ordinary apostrophiert wurde? Das Banale, das Vorgefundene, das Populäre. Ist Baukultur High Culture, Ergebnis des Expertenwissens und somit das Gegenteil des Alltäglichen? Oder umgekehrt, ist genau der Alltag mit ihrer Low Culture, jener Realität, die von der Existenz oder Nicht-Existenz der einer Baukultur entscheidet. Schon Venturis Stellungnahme für den Alltag als Ort des Ugly and Ordinary war mit Vorsicht zu genießen. Der Alltag, dessen Zeichensysteme er mit Dennis Scott Brown untersuchte, war eher für den kultivierten Leser und den Berufskollegen als für den Bewohner der amerikanischen Vorstadt konstruiert. Hier etwa die Science of Life Ausstellung im Smithsonian Institution in Washington DC 76. Das Problem mit der Baukultur wurde dem Begriff sozusagen in die Wiege gelegt. Es war die Deutsche Architektenvereinigung der Block, die ab 1930 ein Nachrichtenblatt mit dem Titel Die Baukultur herausgab. Der Block bestand aus Gegnern des neuen Bauens, die sich in der Gruppe der Ring versammelten. Architekten der Stuttgarter Schule wie Paul Schulze-Naumburg und des Bundesheimatschutz wie Paul Schulze-Naumburg gehörten zu ihren Mitgliedern, die zum Teil auch im Kampfbund für deutsche Kultur aktiv waren. Es war Paul Schulze-Naumburg, der in seinen zwischen 1901 und 1917 veröffentlichten, zehnbändigen, sehr verbreiteten und sehr wichtigen Buchreihe Kulturarbeiten die Verteidigung der Kultur des Sichtbaren noch am Anfang des Jahrhunderts zu seiner Aufgabe machte, um, Zitat, die entsetzliche Entstellung der Physiognomie unseres Landes, Zitat Ende, sichtbar zu machen und sie zu bekämpfen. In eindrucksvollen Bildpaaren zeigte er, wie hier, gute und schlechte Beispiele von Dörfern und Siedlungen, Wohnhäusern, Gärten und sogar Industriebauten. Baukultur wurde dann in den 30er Jahren zum populären Schlagwort, um die internationale Moderne zu schlagen. Sie bezeichnete die eigene gute Tradition im Gegensatz zu den bedrohlichen Ambitionen des neuen Bauens. Der konkrete Stein des Anstoßes war vor allem die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart, 1927 eröffnet. Und die Architekten der Stuttgarter Schule haben dann unter der Leitung von Schmidhenner deren Gegenmodell, die Kochenhof-Siedlung rechts unten, errichtet, 1933. Darüber sehen Sie diese berühmte satirische Postkarte, wo die Weißenhof-Siedlung als Araberdorf verunglimpft wird. Die weitverbreitete Architekturzeitschrift des Münchner Calvé Verlags hieß 1933 Der Baumeister, Monatshefte für Architektur und Baupraxis. Dann,
als die internationale Moderne aus der Zeitschrift verbannt wurde, Monatshefte für Baukultur und Baupraxis. Ich weiß es nicht, ob die Tatsache, dass der neu erschienene Sammelband des KW Verlags Architekturkultur und nicht Baukultur heißt, mit dieser Vorgeschichte zusammenhängt. Baukultur wurde in den 1930er Jahren mit Baukunst gleichgesetzt und mit ästhetischen Fragen verbunden. Das Weiterleben dieser Konfusion erschwert die Diskussion über Baukultur bis heute. Denn Baukultur, wie ich sie verstehe, ist keine Architektur, sondern die Bedingung für eine lebenswerte Umwelt, die Architektur, Städtebau oder Grünraumplanung mit einschließt. Wir können in diesem Sinne über die Baukultur anerkennen, die den Bau der Weißenhofsiedlung ermöglichte, ohne zugleich Anhänger des neuen Bauens zu sein. Nämlich jene Stadtregierung, die bereit war, eine repräsentative Mustersiedlung zu bauen, die Maßstäbe setzt und die Prinzipien einer Architekturbestrebung festlegt. Heute zieht sich der Staat aus diesem Aufgabenbereich zurück und statt der Förderung von repräsentativen Bauvorhaben stellt Stiftungen und Kommissionen zur Baukultur und, auf. Baukultur ist ja keine Architektur und wir dürfen nicht wundern, wenn Baukultur dann vor allem verfahrenstechnisch verstanden wird und in Sitzungen, Publikationen, Sensibilisierungsmaßnahmen, aber nicht in Bauten gipfelt. In der Schweiz fand die Diskussion über Baukultur, die deutsche Diskussion, sehr früh Gehör. Nicht zuletzt dank den engagierten Publikationen von Peter Mayer, der viele Architekten der Stuttgarter Schule, wie viele Architekten der Süddeutschen Schule, ein Student und Verehrer des Architekten Theodor Fischer war. Seine scharfsinnige, humorvolle Kritik der Formalismen der Avantgarde, die in starkem Gegensatz zu den wütenden Attacken eines Alexander von Senger gegen die Moderne stand, haben viel Resonanz gefunden. Er konnte bereits mit einer breiten gesellschaftlichen Opposition zu einer in der Schweiz noch eigentlich noch gar nicht existierenden Großstadtarchitektur rechnen, deren Wurzeln man historisch zurückverfolgen kann. Zu der literarischen Konstruktion von Seldwyla, von Gottfried Keller und anderen Orten der Kleinstadtutopie. Diese führten später zu architektonischen Konstruktionen von Heterotopien, wie Rolf Kellers gleichnamige Wohnsiedlung Seldwyla in Zumikon, gebaut in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Und die Schweizer Literatur ist voll von solchen verwunschenen Orten, wo die brutale Zerstörung einer früheren, humaneren Wirtschaft und Kultur durch Kräfte der Modernisierung zu demonstrieren sind. Der Architekt von Seldwyla, er hat das natürlich zusammen mit anderen Architekten aufgebaut, Rolf Keller hat 1973 sein Buch Bauen als Umweltzerstörung, Alarmbilder einer Unarchitektur der Gegenwart veröffentlicht und darin Argumente von Kritikern des Stadtbaus der Nachkriegszeit wie Jane Jacobs oder Alexander Mitscherlich aufgegriffen. Die gegensätzlichen Kräfte des Individualismus und der Ordnung, die sie früher die Waage hielten, sind heute aus den Fugen geraten und führen sowohl zum Chaos als auch zur Monotonie der Umwelt, lautete die von dramatischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen untermauerte Diagnose des Verfassers. Kellers Buch wurde vom Westschweizerischen Werkbund ausgezeichnet und mehrmals nachgedruckt. Als Schlussseite des Buches einer neueren Auflage wurde der Brief des Obmanns der BSA und des Delegierten für Umweltschutz veröffentlicht, die ihr Bedauern darüber ausdrücken, dass, Zitat, die formschönen Bauten der BSA-Architekten nur als Alibi-Rosinen in einer Betonkruste erscheinen, die unsere Erde überzieht. Alle müssen kämpfen, denn eine Gesellschaft bekommt die Architektur, die sie verdient. Zitat Ende. Als Ergebnis dieser Überzeugung kristallisierte sich die Vermutung, dass der Baustoff Beton oder die Großsiedlung die Verkörperung dessen sind, was den Gegensatz der Baukultur ausmacht.
Die von Keller geübte Kritik wurde im selben Jahr noch publikumswirksam in den populären Bilderbüchern von Jörg Müller verbreitet. Der erste heißt Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder die Veränderung der Landschaft. Und dann 3 Jahre später rechts erschien Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn oder die Veränderung der Stadt. Diese Bildersequenz, die ich jetzt schnell zeige, also 2 und dann 2 weitere Stufen, ich glaube, sie sprechen für sich. Rolf Kellers Seldwyla mit Bauten von Rudolf und Esther Guier, Fritz Schwarz und anderen steht auf der Liste der schönsten Bauten der Schweizer Heimatschutz, zeigt aber mehr Verwandtschaft mit Touristensiedlungen in Griechenland als mit der örtlichen Architektur. Von Seldwyla aus betrachtet die Welt als Junk Space der Shopping Malls, hier dazu eine Fotomontage von Philippe Bujardin, der Zersiedlung und der alpinen Brachen. Können wir diese Utopie links als ein Ort der Baukultur betrachten und dann zur Aufgabe beruflicher Organisationen und Schulen machen, diese in gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung und Baukultur schaffen, als eine Art Etalon zu verwenden. Die demonstrative Darlegung der Gefahren, welche die Stadt unter der falschen Regierung bedrohen, wurde bereits am berühmten Fresko von Ambrogio Lorenzetti im Rathaus von Siena, Allegorie der guten und der schlechten Regierung, dargestellt, entstanden im 14. Jahrhundert. In der Stadt der guten Regierung herrscht Frieden, das ist rechts natürlich, ihre Bewohner treiben fröhlich in den Straßen und Plätzen, die von schönen Häusern gesäumt sind. In der Stadt der schlechten Regierung dagegen, links, herrscht Hungersnot, Moral und Bauten sind dem Zerfall freigegeben. Die Stadt, an deren Bild Baukultur immer festgemacht wird, ist das sichtbare Resultat der Politik, die die Prozesse steuert, die unsere sichtbare Umwelt gestaltet. Über Regierung wird allerdings heute weniger gesprochen. Es ist die Verwaltung, die zunehmend auch frühere Regierungs-, das heißt rechtsprechliche Aufgaben übernimmt. Baukultur ist zwar von der Öffentlichkeit immer noch am Bild der Stadt festgemacht, aber die Politik braucht dieses Bild kaum mehr. Letztlich entscheiden nicht schöne Bauten, sondern glattlaufende Verfahren über die Qualität der Baukultur. Die Grenzen zwischen Verfahren und Ergebnis werden zunehmend unklar. Baukultur, heißt es, wird als neues Kultur- und Politikfeld bezeichnet, dessen Aufgabe ist, die Baukultur zu fördern. Diese etwas zirkuläre Definition geht davon aus, dass der Prozess des Baukulturschaffens in sich geschlossen ist, dass Aufgaben gestellt und Verfahren zur Lösung entwickelt werden, ohne sichtbare Spuren in der gebauten Umgebung zu hinterlassen. Glattlaufende Verfahren, Konsens als höchste Zielsetzung mag gut klingen. Zur Baukultur gehört allerdings die Zulassung und offene Austragung von Konflikten. Die Stadt als die soziokulturelle Arena des Identitätsdiskurses. Sie bildet den Raum, in dem die Bewohner ihre subjektive Identitätsvorstellungen in ein Verhältnis zu den wirklichen Lebensbedingungen setzen. Deshalb hilft es nicht, über die städtische Identität nur auf der Ebene des Grundrisses oder des Bildes zu sprechen. Identität wird heute nicht als eine natürliche, nur versteckte, auf Entdeckung wartende Eigenschaft verstanden, sondern als kultureller Prozess der Identifikation, die in einem historischen Augenblick aktuell gewordene Fragen adressiert. Die Erfahrung der Tradition, die Konstruktion eines zur Präsentation geeigneten Bildes von selbst machen eine interdisziplinäre Vorgangsweise notwendig. Im Fokus der Untersuchung steht die Architektur als Projektionsfläche von Identitätssymbolen. Die Stadtverwaltung, die Developer, die Tourismusfachleute, die Kinder, Architekten und Architektinnen selbstverständlich, haben ihre eigenen Bilder von der Stadt. Es ist wichtig, dass die Stadtbewohner diese Identitätsbilder formulieren und vertreten können. Im Vertrauen, dass dieses Handeln und Austausch von Identitätsvorstellungen
irgendwo zwischen historischem Bilderbuch und Chaosstadt später zu gestalterischen Entscheidungen führen können. Baukultur heißt ja auch, Methoden und Mittel zu finden, welche Kontroversen zulassen und Unterschiede der Positionen sichtbar und diskutierbar machen. Es reicht nämlich nicht, die Stadt zum Lernatelier zu erklären. Man muss auch zeigen, wie man die Stadt lesen kann und dass verschiedene Bevölkerungsgruppen ihre eigenen, von der sozialen Situation beeinflussten mentalen Karten und ihre spezifischen Leseinteressen haben. Es gibt seit langem Versuche, um die Erzählung über die Stadt sozusagen polyphon zu gestalten, auch Stimmen zuzulassen, die früher gar nicht zum Wort kamen. Die amerikanische Architektin und Architekturhistorikerin Dolores Hayden hat lange mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Los Angeles zusammengearbeitet. Sie gründete bereits 1984 eine Non-Profit-Organisation in Downtown Los Angeles, The Power of Place. Durch Feste, Begegnungen, Spaziergänge, künstlerische Aktionen half diese Organisation, die Stadtgeschichte und ihre Erfahrung durch schwarze, mexikanische, koreanische oder japanische Familien zu verstehen und in der Stadt sichtbar zu dokumentieren. Eine dieser Aktionen, was Sie rechts unten sehen, zum Beispiel auf einer Betonwand, das Leben von Biddy Mason, einer ehemaligen Sklavin und späteren Hebammen zu dokumentieren, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Eine andere Aktion darüber beschäftigt sich mit dem Leben von japanischen Familien, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs deportiert waren. Die Künstlerin Sonja Ishii hat vorgeschlagen, jene Bündel, die die Deportierten mitnehmen durften, jetzt aus Messing, um einen Betonkern modelliert, am Bürgersteig zu platzieren. Ist das nicht der Teil der Baukultur, die Rolle einer Stadt, eines Bezirks, eines Ortes im Leben der Bewohner sichtbar zu machen? Für den in Polen geborenen Künstler Krzysztof Wodiczko, heute Professor am MIT, stellt sich die Aufgabe ähnlich. Wie kann er die Botschaft, die die Fassaden und Denkmäler einer Stadt verkünden, hinterfragen? Er macht seit den frühen 80er Jahren Projektionen mit speziellen Hochleistungsprojektoren auf Fassaden wichtiger Bauten, als spektakuläres Ereignis und zugleich kritische soziale Aktion. Sein Homeless Vehicle zum Beispiel hier vor dem Trump Tower ist eine mobile Schlafstätte für Obdachlosen und es macht die Präsenz der meistens kaum wahrgenommenen Bewohner der Großstadt sichtbar. Also sie sind fast so Gläser, nicht? Also man schaut sie durch, aber mit so einer interessierten Maschine kann man sie gleich zu einem, kann man die Bewohner zu einem Dialog einladen. Weder der Architekt, die Architektin, noch die Stadtplaner, Stadtplanerin oder Politikerin ist, wie der französische Philosoph Henri Lefebvre betonte, für die Gestaltung des Raumes allein zuständig. Denn der soziale Raum ist ein soziales Produkt. Das bedeutet, dass wir alle an der Produktion, Wahrnehmung, Interpretation und Imagination des gesellschaftlichen Raums teilnehmen. Wir als Stadtbewohner können und müssen die Räume der Stadt als Energiereserven betrachten und diese Energien zur Verwirklichung unserer sozialen Ziele verwenden. Schon die realen Bedrohungen durch Klimawandel, technologische oder ökonomische Katastrophen zeigen, dass eine Störungen von vornherein ausschließende, monolithische Planungskultur in eine Sackgasse führen muss, weil sie eine schnelle Rekonfigurierung unserer oder Umverteilung unserer Ressourcen nicht erlaubt. Baukultur sollte mit der Untersuchung der spezifischen Dynamik der Prozesse beginnen, wie Raum beansprucht und besetzt wird. Entscheidungen werden heute in den entscheidenden Phasen eben nicht in der Öffentlichkeit geführt und es ist wichtig, Mechanismen zu schaffen, die solche Prozesse ausbalancieren, zum Beispiel durch die Verpflichtung, Expertisen öffentlich zu machen und zu vermeiden, dass Fachwissen nur als Legitimierung verwendet wird. Als Gegenmodell zu einer Praxis, wo der Staat als Moderator zwischen den Akteuren vermittelt und früheren Aufgaben als Bauherr nicht mehr wahrnimmt oder diese Aufgaben Konstrukten wie Public-Private Partnership überlässt, muss Baukultur in dem konkreten, gelebten Raum der Stadt verankert werden.
Ebenso wichtig ist es, dass unsere Karte der Wirklichkeit vielschichtiger wird, dass wir auch die wirtschaftliche, politische, rechtliche und soziale Umgebung wahrnehmen, in der die Architektur eingebettet ist. Oft werden heute die perfekten, mit dem Computer hergestellten Renderings als wirklichkeitstreu bezeichnet, aber diese Wirklichkeitstreue bezieht sich nur auf den optischen Eindruck und nicht auf die städtische Realität. Wichtige Entscheidungen werden sehr oft auf der Grundlage solcher Darstellungen gemacht, anstatt Lösungen zu suchen, die diese reduzierte Wirklichkeit in Frage stellt. Die neuen Räume der virtuellen Realität, die wir mit Hilfe des Computers betreten können und die als Räume einer neuen Öffentlichkeit dargestellt werden, obwohl sie zunehmend überwacht werden, können wir uns über den Verlust von betretbaren Räumen in der Stadt nicht hinwegtäuschen. Die Durchlässigkeit der Stadt nimmt zunehmend ab. Wohl die wichtigste Aufgabe des Architekten wäre es deshalb, das Potenzial der Räume zu erschließen, kognitive Karten und Grundsätze zu vergleichen und Raumnutzungen vorzuschlagen. Wer sonst könnte die aktive Vermessung und Kartografierung von Räumen vorantreiben, die für gesellschaftliche Nutzung geöffnet werden können und sollten, wenn nicht der Architekt, die Architektin? Wohl das wichtigste Gebiet im Bereich der Förderung von Baukultur, in dem sich der Staat mit Aussicht auf Erfolg engagieren könnte, ist die Schule. Die Architekturvermittlung in der Schule ist leider oft auf Kunstgeschichte und Stilkunde sowie auf Betrachtung von Fassaden berühmter Bauten reduziert, obwohl es schon seit den 1970er Jahren Versuche gibt, Kinder durch Spaziergänge, Modellbauen, Rollenspiele in die Komplexität und Problematik der Baukultur heranzuführen. Eine einheitliche Verankerung der Architekturvermittlung in der Bildungs- und Kulturpolitik gibt es allerdings noch nicht. Alles hängt vom Interesse und der Kapazität der einzelnen Lehrperson ab und von der Bereitschaft des Vermittelnden, hier ihre Beiträge zu leisten. Die stärkere Präsenz von Architektur in den Medien hat wenig an den früheren Betrachtungsschemen wie die Kritik an Betonklötzen und so weiter geändert. Es wird noch meist Ästhetisches verhandelt, anstatt Architektur als Summe aus Technik, kultureller Leistung, sozialer Verantwortung, politischer Bedeutung und wirtschaftlichem Handeln zu vermitteln. Ich zeige schnell nur einige Beispiele, um die vielen Facetten und Möglichkeiten der Baukulturvermittlung für Kinder zu zeigen. Finnland nimmt seit langem hier eine Vorreiterrolle ein, was die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für Themen der Baukultur betrifft. 1994 wurde in Helsinki mit ARKI, Europas erste freie Architekturschule für Kinder und Jugendliche, begründet. Nach erfolgreicher Bewerbung bekommen Kinder hier einen Studienplatz für Jahre. Das wird dann natürlich in den eigenen dann Primarschulen angerechnet. Seit 2003 ist Built Environment Education in finnischen Schulen eine der Kernlehrpläne. Zu den von ARKI durchgeführten Projekten gehört der Stadtentwicklungsplan Hernesari, wo an die 100 Kinder gemeinsam mit 5 Architektinnen fast ein Jahr lang Ideen und Visionen für ein aufgelassenes Werftgebäude im Süden von Helsinki erarbeiteten. Jetzt in der kommenden Woche wird in Helsinki das dritte von ARKI organisierte Symposium Creating the Future International Conference on Architectural Education 2.0 stattfinden. Das Niederländische Architekturinstitut, heute Het Nieuwe Instituut, bietet Stadtspiele an, verschiedene Workshops mit Rundgängen, Modellbauten und Rollenspielen. Die Komplexität des Planens und Bauens wird vermittelt, indem Kinder in die Rolle des Handwerkers, der Architektinnen, der Baukommission, der Wettbewerbsjury, der Kreditgeber schlüpfen können. Diese Workshops werden von einem Team von Architekturstudentinnen durchgeführt. In Österreich spielt die Architekturstiftung Österreich eine zentrale Rolle. Zusammen mit zahlreichen unabhängigen Initiativen von Architektur, Spiel, Raum Klagenfurt bis zum Architekturzentrum Wien. 2008 wurde ein Netzwerk der Architekturvermittlung gegründet. Im Jahre 2010 ist daraus der Verein Initiative Baukulturvermittlung BINK
hervorgegangen. Seit 2013 zeichnet zudem das österreichische Unterrichtsministerium herausragende Vermittlungsprojekte mit einem Preis aus. Das Programm Abenteuerstadt verwandelte das Architekturzentrum Wien in eine Spielstadt, in der die Kinder zu Architektinnen, Stadtplanerinnen, Brücken- und Straßenbauer werden. Sie lernen über die Geschichte der Stadtentwicklung, vergleichen alte und neue Stadtstrukturen und fragen sich, welche Funktionen der Stadt überhaupt erfüllen muss. In Deutschland waren es vor allem Architekten in Nordrhein-Westfalen und Bayern, die sich frühzeitig des Themas angenommen haben. 2002 hat die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen das Programm Architektur macht Schule angestoßen und mittlerweile haben uns unter diesem Motto sowohl die Bundesarchitektenkammer als auch die Architektenkammer der Länder verschiedene Initiativen ergriffen. Der größere Teil der Angebote aus der Kammerinitiative Architektur macht Schule basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement von Architekten und Stadtplanern. Eine einheitliche Verankerung in Bildungs- und Kulturpolitik, in der Bildungs- und Kulturpolitik wäre aber notwendig. So hängen Vermittlungsprojekte und Erfolge am Ende vor allem der Kapazität der einzelnen Lehrperson ab und von der Bereitschaft natürlich, ehrenamtliche oder nur minimal bezahlte Arbeit zu leisten. Auch hier ein Beispiel. Stiftung Freizeit sind die beiden spanischen Architekten Ines Obert und Ruben Jodar sowie der Österreicher Markus Blösel. Seit gut 2 Jahren arbeiten sie von Berlin aus als Agentur für Angelegenheiten und Gelegenheiten und wollen durch Partizipation und Intervention die Potenziale im öffentlichen Raum erforschen. Sie haben in Hamburg in diesem Fall zum Beispiel mit Kindern zusammen einen Tanz- und Kunstpark umgestaltet. Ein anderes Projekt in Berlin heißt Warschauer Straße. Die Gruppe hat in dem Raum unter der Brücke eine häusliche Atmosphäre wahrgenommen und schlug vor, diesen Raum zu möblieren. Sie haben sich eine urbane Oase vorgestellt, wo man sich zu Hause fühlen kann. In der Schweiz hat mein früherer Kollege Alexander Henz, Architekt und emeritierter ETH-Professor, Pilotprojekte gestartet und diese zusammen mit Kollegen und Lehrern ausgewertet. Der BSA-Vorstand setzte eine Arbeitsgruppe ein, die Vorschläge machen soll, wie schweizweit Architekturthemen in Schulunterricht eingeführt werden sollen. In der deutschen Schweiz ist wohl das architekturpädagogische Projekt des Lausanner Architekturbüros Tribu wohl weniger bekannt. Während der 15 Jahre ihres Bestehens hat das Büro mehr als 12.000 Primarschulkinder an Fragen des Architektenberufs, der Stadt und der Architektur herangeführt. Die subjektive, gefühlsmäßige Raumerfahrung und die objektive Wahrnehmung mit Sinnen wird an konkreten Beispielen mit Kindergruppen untersucht. Es wird gezeigt, wie unterschiedlich diese Wege mit Worten, Plänen und Modellen sind und sie bauen auch Idealstädte. Die Kinder schwärmen aus der Schule aus, um in der Stadt jene Probleme zu identifizieren, die das städtische Leben bestimmen und von denen sie deshalb direkt betroffen sind. Das trifft sich gut mit dem neuen Bildungsparadigmen, die anstelle der klassischen Bildungsinhalte neue Fähigkeiten, nicht wie Teamarbeit, Erfahrungswissen, Selbstorganisation stellen, die in lebensnahen Kontexten erworben werden müssen. Diese Situation ist aber nicht ohne Paradoxie. Bildung, heißt es, soll helfen, sich in der Welt zu orientieren. Es ist aber immer schwieriger zu sagen, was man wissen muss, um sich in der Welt zu orientieren, sodass man annimmt, dass das städtische Leben einfach die beste Lehrmeisterin sei. Eine alte Wahrheit natürlich in neuem Kleid. Bildungsdebatten nehmen aber immer öfter den Charakter von Glaubenskämpfen an, von der Schnürli-Schrift in der Elementarschule bis zum Kohlenhydratgestalt der Snüni. Die aktuelle Klimadebatte beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie Kinder heute über die Stadt denken. Letzte Woche habe ich einem 8-jährigen Jungen die Aufgabe gestellt, das Bild der Stadt zu zeichnen, wo er gerne leben möchte, und der Stadt, wo es ihm nicht gefallen würde. Wie man sieht,
ist die Stadt für ihn vor allem ein atmosphärisches Phänomen. Regen, Smog, Auspuffgase, rechts in der guten Stadt, beziehungsweise in der schlechten Stadt natürlich, mit dem großen SUV im Center, gegen Grün auf Plätzen und Hausdächern. Diese Blickrichtungen, diese Sichtweisen bestimmen auch den Stadtbegriff der Kinder. Natürlich können wir diese Sichtweise als naiv, kindisch bezeichnen. Trotzdem ist hier ein Wunsch geäußert, und ich würde mir eine Baukultur wünschen, wo alle Bewohner der Stadt an solchen Wünschen und Visionen teilhaben, die den Raum der Zukunft gestalten. Neben eigenen Erfahrungen natürlich müssen Kinder auch jene früheren Erfahrungen vermittelt bekommen, die in der Kunst, in der Literatur, in der alten, in der historischen Stadt und ihrer Architektur verankert sind. Es gilt, zuerst die Grundlagen zu schaffen, auf denen sich Fantasie und Kreativität entfalten können. Von der Beteiligung von Architekten und Architektinnen in diesem Prozess erhoffe ich Bildungsdiskurse, die nicht realitätsfern und von Ideologien beherrscht sind. Das in der Schweizer Baukultur durchaus erfolgreiche, empfehlenswerte und exportfähige Modelle gibt, von der Bildung von Architekten und Bauleuten bis zum Wettbewerbswesen, steht außer Frage. Dass junge Architekten oft bald nach ihrem Studienabschluss zu Aufträgen kommen und dass ihre Bauten besucht und diskutiert werden, ist ein Gradmesser der Baukultur, die in direktem Zusammenhang mit dem städtischen Raum steht. Die Architekten und Architekten brauchen die Öffentlichkeit, wenn in einer Stadt, die zunehmend, wie hier ein Beispiel aus dem letzten Heft von Arch Plus, zunehmend von Investmentbankers und Technologieunternehmen gestaltet und kontrolliert wird, ihre Tätigkeit nicht auf Fassadengestaltung beschränkt werden soll. Nur so kann es vermieden werden, dass Baukultur von der Gesellschaft nicht als technoide Wissenskultur missverstanden wird. Architektinnen und Stadtbewohnerinnen brauchen einander als Verbündete, damit Baukultur der Architektur zugutekommt und nicht im Diskurs über Vernetzung und Sensibilisierung erschöpft. Dann wird dieser schillernde Begriff nicht als bloßer Platzhalter gebraucht, bis neue Wünsche und Hoffnungen formuliert werden können. Vielen Dank. Danke für diesen Tour d'Horizon von der Baukultur im Elfenbeinturm als Begriff der Verteidigung und, was hast du gesagt, technoide Wissenskultur zu diesen kreativen Kinderwelten. Ganz toll, also auch das Tribü in der Westschweiz, das ja jetzt auch eine Fortsetzung hat hier bei Archischön und in der Romandie. Ja, also ich glaube, wir sind eigentlich schon in der Pause, aber weil wir ja ein bisschen verspätet angefangen haben, haben wir auch jetzt wieder Zeit für ein paar wenige Fragen. Ich sehe noch keine Hand. Also du redest ja auch viel vom Prozess, der hier gestaltet werden muss, und du warnst aber auch, dass der Prozess kein Selbstläufer wird. Ja, so ist es. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir die Diskussion so anfangen. Was müssen wir tun, damit die Bürokratie nicht ein Motor für noch mehr Bürokratie wird? Ja, ich glaube, das Beispiel war gerade, nicht, wo die Verwaltung tatsächlich etwas erreichen kann, ist zum Beispiel nicht nur, aber auch die Schule. Das ist das Thema für uns heute. Und ich habe versucht, eben ein paar Wege zu, aber das sind alle Anfänge, das sind alle nur ein paar Vorschläge, und es wäre sehr wichtig natürlich, und dort spielt eben Politik, Verwaltung eine wichtige Rolle. Wie kann man das zum Teil der Allgemeinbildung machen, sodass das nicht vereinzelte Experimente bleiben, die immer mit der Begeisterung der einzelnen Person nicht als Grundlage bauen. Eine breit verankerte Baukultur, ja, so. Nicht nur eine hohe auch, aber eine breit verankerte. Bitte. Hallo,
Mir hat das sehr gut gefallen, vor allem, dass Sie auch gefordert haben, Methoden und Mittel zu finden, die Kontroversen zulassen, ja. Also es nicht zu verengen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich frage mich aber bei dieser Warnung, wenn wir jetzt über zu viel über Sensibilisierung reden, das ist ein Selbstzweck. Heute reden wir auch über Sensibilisierung. Also ich glaube, um dahin zu kommen, wirklich ja auch Bürger mehr zu beteiligen und vielleicht auch nicht nur Stadtbürger, sondern alle Menschen, die in einer Stadt wohnen, müssen wir ja auch Wege finden, das zu ermuntern. Also natürlich darf es kein Selbstläufergeschwätz werden, aber ja. Wie kommen wir dahin, ohne das andere? Ja, ich habe da wirklich keine Rezepte. Es sind viele Fragen, die offen bleiben, zumindest für mich. Aber was Sie sagen, ist tatsächlich, was ich auch vermute, nicht, dass es gibt diese Unschärfen, nicht, wo dann verschiedene Bilder projiziert werden. Es ist eben, wir haben in der gestrigen Vorlesung Vorstellungen gehört, wie Mannheim versus anderen Städte in Deutschland, Rostock und so weiter. Und die Frage ist nicht, ob solche Stadtkonzepte als Ergebnis einer Verhandlung von verschiedenen Identitätsvorstellungen entstehen. Wo gibt es, wo spielt sich diese Verhandlung ab? Und das ist für mich auch eine Notwendigkeit, die noch geschaffen werden muss. Diese Plattformen oder sagen wir Projektionsschirme, wo man diese verschiedenen Vorstellungen aufeinander projizieren kann und man die Unschärfen und Widersprüche wahrnehmen kann und aushandeln kann. Wie man das am besten macht, ist tatsächlich etwas, was eine wichtige Diskussionsfrage wäre für Stadtverwaltungen zum Beispiel oder für die Politik im Allgemeinen. Ja, und für uns heute den ganzen Tag. Das stimmt. Gibt es noch eine Frage, bevor wir in die Pause gehen? Es gibt so viel zu reden.